Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Mukbang. Und heute habe ich Pfannkuchen gemacht, also Pancakes mit einer schönen Erdbeerverzierung. Und ich habe Orangensaft, Kaffee und Milch und Wasser. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, was ich dazu trinken möchte. Und bevor ich jetzt ständig aufstehe, habe ich jetzt alles da. Also holt euch was ran, falls ihr gerade frühstückt oder euer Zimmer aufräumt. Oder einfach nur im Bett liegt. Genießt es. Oh, lecker. Bevor ich aber starte, werde ich noch einmal Werbung machen. Denn ich möchte euch noch auf mein letztes Kochvideo hinweisen, wo ich mit Fabian Siegesmund Knäckebrot gemacht habe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt mal vorbei. Denn heute kommt auch das neue GOW raus, also God of War. Wenn ihr euch das holen wollt, holt euch das. Dort gibt es auch ein Gewinnspiel. Also falls ihr eine PS4 gewinnen wollt, geht mal auf das Video, klickt auf den Link und dann habt ihr vielleicht ein bisschen Glück. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich hatte heute Morgen lange überlegt, was ich heute essen möchte und dann hatte ich richtig Lust auf Pancakes mit Ahornsirup. Und seht euch das mal an, was ist das denn für ein schöner Topf? Ich kipp das jetzt einfach mal drauf. Ich verstehe nicht, warum die Amerikaner das immer machen. Weil dann sind ja alle deine Pancakes voll mit Soße. Oh, sieht das schön aus. Ich muss ein Foto machen. Gut. Haben wir das auch erledigt? Das Thema heute finde ich besonders spannend, weil ich wenig aus meinem Privatleben erzähle. Und heute soll es um Geschwister gehen. Also wie fühlen sich Geschwister von YouTubern? Was haben YouTuber so für Geschwister? Wie ist es so alles rund um diesen Job? Man hat ja auch noch das normale Leben in der Familie und dann im Privaten ist man doch irgendwie schon so, ja, in einer anderen Welt, sage ich jetzt mal so. Darum soll es heute gehen. Aber vorher ein Bissen. Das funktioniert gar nicht wie im Fernsehen. Mmh. Super lecker. Oh, ich möchte das da drauf haben. Kennt ihr dieses Philadelphia Milka? Das habe ich letztens erst wieder gekauft, weil ich das früher, als es rauskam, vor irgendeiner Zeit, voll gerne gegessen habe. Und jetzt habe ich das mal wieder gekauft. Und ich muss sagen, es schmeckt so ein bisschen, obwohl ich es hasse, wie Eiskonfekt. Eiskonfekte sind ja diese kleinen Pralinen aus diesen Spitztüten, die man kalt essen soll, also diese Schokolade. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Schmeckt aber auch irgendwie anders. Ich kann noch nicht ganz sagen, ob ich das super lecker oder super eklig finde. Habt ihr auch so Lebensmittel, wo ihr immer sagt, so, ich weiß nicht, ob ich das hasse oder liebe. Mit Pfannkuchen funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht mache ich den Turm kleiner. Ich mache so zwei Türme. Vanessas Mukbang, die zwei Türme. Ich habe letztens, oder unter meinem letzten Mukbang, habe ich gesehen, dass sich hier jemand darüber aufgeregt hat, dass ich laut esse. Mm. Ja, ich esse ein bisschen lauter, aber schau dir doch nicht einen Mukbang an, wenn du nicht jemanden beim Essen zuschauen kannst oder dich es aufregt, wenn Leute zu laut essen. Das ist halt, das ist so richtig Hate-Watching. Macht ihr das manchmal? Hate-Watching? So Sachen gucken, die ihr eigentlich super scheiße findet, einfach nur, weil ihr sie hasst? Also, ich glaube, es gibt viele YouTuber, die hate gewatcht werden. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich bin selber oft auf Kanälen, wo ich sage, ey, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, aber ich muss das anschauen und mich aufregen. Es tut mir einfach gut. Natürlich darf die Sahne nicht fehlen. Oh, yes, girl! Sorry, die Karte ist gerade voll gewesen und dann musste ich sie wechseln. Wo war ich? Genau, es geht heute um Geschwister. Und da wäre meine erste Frage an euch. Habt ihr Geschwister? Wenn ja, wie viele? Ich habe tatsächlich drei Geschwister. Also wir sind vier Kinder. Und ich habe früher oder eigentlich mein ganzes Leben immer gedacht, dass es viel ist. Und es ist auch viel, oder? Ich weiß nur nicht, ob es wirklich sehr viel ist oder... Wisst ihr, was ich meine? Also,
Ist das schon dieses typische Großfamilie, wie man es im Fernsehen sieht, die wollen nichts oder sind vier eigentlich noch in Ordnung? Ist in Ordnung. Wir hatten ein schönes Leben. Oh mein Gott, mit Nutella und Sahne. Ich sag nur Summer Body 2018. Es ist ja bald wieder soweit. Also, ich will das Sommerloch wieder machen. Es ist ja aber erst ab dem 21. Juni Sommer. Jetzt ist meine Frage an euch, soll ich schon vorher Sommerloch machen, obwohl es noch nicht offiziell Sommer ist? Aber es ist ja schon so warm, dass man sagen kann, dass Sommer ist. Also draußen ist es Vivi-Grad gerade. Heute werden es 24 Grad. So, das ist ja, also es ist schon sehr warm. Oder nicht? Genau, und da wollte ich von euch wissen, sagt ihr, okay, nee, ich kann noch ein bisschen Sommer warten, mach es bitte nur dann oder yo, go for it. Ich will es ja auch mal nicht so lang machen. Also bis zum Ende des Sommers. Das Sommerloch ist ja wirklich nur ein Format. Nur falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein Format, das soll wirklich diese Lücke im Sommer stopfen. Das Loch stopfen. Haha. Nein, ich soll das Loch stopfen, weil man ja eh nicht so viel auf YouTube abhängt. Also schon abends und so, aber weil es so warm ist und die Sommerferien und so. Man hat halt wenig Zeit für Internet. Und in dem Format mache ich einfach ein paar Themen. So ein bisschen Newsformat in dem Moment. Ein bisschen, was gefällt mir. Also ich packe ganz viele YouTube-Formate während der Zeit immer in eine Sendung. Und ja, es geht dann so über den Sommer. Also Geschwister. Ich habe drei Geschwister. Eine größere Schwester und zwei größere Brüder. Mein ältester Bruder ist, ich glaube, 34. Könnte sein. Ja, ich glaube, er ist 34. Bei dem kann ich mir das echt nicht merken. Meine größere Schwester ist 30. Und mein größerer Bruder ist 26. Ja, und ich bin ja jetzt 24 und werde bald 25. Also ich war immer die Kleinste, was halt auch wirklich sehr von Vorteil ist, muss ich sagen. Weil wenn du zu viert bist, ist die Kleinste zu sein, heißt eigentlich, dass du nie Schuld hast, du nie was machen musst und alle nur auf dich aufpassen. Man wird auch so kükenhaft erzogen, immer, also ich muss ehrlich sagen, auch noch heute, ich bin ja jetzt eine erwachsene Frau, aber für niemanden in meiner Familie bin ich die Große, die Erwachsene. Ich bin für immer und in alle Zeit, ich werde 90 sein, klapprig alt mit einem Gehstock, mit meinen Eltern oder, meine Eltern werden nicht mehr leben, meine Geschwister vielleicht auch nicht mehr leben. Ja, sagen wir 70. Und ich werde trotzdem noch das Küken sein für die. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich bin eine erwachsene Frau, bitte behandelt mich auch so. Oh mein Gott, die Erdbeeren. So, mein großer Bruder ist ja 10 Jahre älter als ich. Das heißt, mit dem habe ich nicht, also wir hatten nie so einen tiefen Kontakt. Halt wie Geschwister sind, aber wir waren nicht so wirklich befreundet oder so. Meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich und als wir kleiner waren, bin ich immer ziemlich auf den Sack gegangen. Also ernsthaft. Wenn ich jetzt zurück überlege, was meine Schwester mir dafür Geschichten erzählt, wie ich da den halben Tag an ihrer Tür geklopft habe, weil ich rein wollte und sie mich nicht reingelassen hat und dann voll Stress mit meinem Vater hatte, weil der dann irgendwann gebrüllt hat, dass sie mich endlich reinlassen soll. Und sie war halt ein Teenager und ich war ein kleines Kind. So, wenn ich ein Teenager bin, dann will ich in Ruhe gelassen werden und nicht von meiner kleinen Schwester die ganze Zeit genervt werden. Und an dieser Stelle Entschuldigung, Alina. Ich bin auch tatsächlich auf dieses Thema gekommen, weil ich später in die Heimat fahre, weil meine Schwester Geburtstag hat. Und dann dachte ich, dass es mal ganz cool ist, irgendwie mal über Geschwister zu reden. Weil ich finde, Geschwister, außer dass manche sie vor die Kamera ziehen, man hat dieses Thema, also
Ich sehe, lese nicht oft was davon. Ich lese nie in der Zeitung von Geschwistern. Was ist mit dieser... Was sind Geschwister? Und mein größerer Bruder ist 26 und der war während meiner Kindheit oder als wir aufgewachsen sind, waren wir schon so beste Kumpels. Also ich wollte auch als Kind immer die gleiche Frisur wie er haben und meine Eltern oder meine Schwester und meine Eltern, das fanden die immer so schrecklich, weil ich hatte halt so schöne lange braune Haare und dann habe ich immer gesagt, nein, ich möchte so kurze Haare wie Kito. Also Kito heißt mein Bruder. Und irgendwann nach meiner Kommunion, genau, die wollten noch, die haben mit mir den Deal gehabt, Kommunion, sollte ich noch die Haare behalten so lang, damit das, wenn ihr nicht wisst, was eine Kommunion ist, wenn du katholisch bist, dann hast du eine Kommunion in der dritten Klasse ungefähr, trägst ein abartig weiß großes Glitzerkleid, also du siehst wirklich aus wie eine Braut, ich sah aus wie eine Braut, ich hatte einen Schleier und ein weißes Kleid, und dann wirst du quasi in die Kirche aufgenommen. Also das ist wie eine Konfirmation, falls ihr das kennt. Falls ihr es auch nicht kennt, dann bist du auch in die Kirche aufgenommen. Und ja, dann hatte ich da diese Kommunion und danach habe ich dann endlich meine kurzen Haare bekommen. Und danach haben uns die Leute verwechselt, also mein Bruder und mich. Wir sehen uns halt sau ähnlich und mit den Haaren und als in dem Alter haben die Leute uns verwechselt. Das war mein Wille. Ich fand ihn halt auch immer so cool, weil der war immer 2 Jahre älter. Das heißt, er durfte immer ein bisschen mehr als ich, ein bisschen weiterlaufen. Ich fand den immer schon richtig cool. Ja, und das sind meine Geschwister. Und wir waren immer so 2 Paare, also meine älteren beiden Geschwister und ich und mein kleiner Bruder. Normal alter Bruder, älterer Bruder. Ihr wisst, was ich meine, wir waren so aufgeteilt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe als Kind doch schon öfter gedacht, so, boah, warum sind wir so viele so? Meine Freunde kriegen das und das, weil sie halt Einzelkinder sind oder nur ein Geschwisterpaar haben. Meine Eltern mussten halt für 4 Kinder sorgen. Ich, an meiner Stelle, also wenn ich jetzt logisch darüber nachdenke, ich würde niemals sagen, oh ja, 4 Kinder würde ich gerne haben. Das kann sich doch kein Mensch leisten. Jetzt mal ernsthaft, ein Kind kostet irgendwie 100.000 Euro im gesamten Leben, glaube ich, gehört zu haben. Kann auch nicht stimmen. Also, das ist viel Geld. Und klar, wenn du auf einmal 4 Kinder hast oder ups, ein paar Mal ein Unfall passiert, dann bist du halt irgendwann bei 4 Kindern. Aber so geplant, meine Mutter wollte 4 Kinder. Das ist crazy. Und als Kind dachte ich immer so, Und heute denke ich mir so, ach, weißt du was, es war ganz geil. Wir waren viele Kinder. Die Großen konnten auf die Kleinen aufpassen. Die Kleinen mussten gar nichts machen. Ich konnte nur den ganzen Tag in der Sonne liegen. Und meine Elterngeschwister kamen zu mir und haben mir geholfen. Ja, nee, also das war schon ganz gut. Ja, und ich erzähle euch jetzt auch eine Story, die habe ich euch noch nie erzählt. Ich finde aber, die gehört zu meinem Leben dazu. Ich teile mein halbes Leben im Internet. Also finde ich, ich erzähle euch auch die Story. Als ich 13, 14 war und mein Bruder 16, da war ich in der 8. Klasse und mein Bruder war in der 10. Oder war er in der 9.? Stimmt, ich war in der 8. und er war in der 9., weil er auch einmal sitzen geblieben ist. Ja, ich war in der 8. und er war in der 9. Und ja, eines Tages rief die Lehrerin von meiner Mama an, von meinem Bruder. Und dann hat sie gesagt, ja, ihr Sohn ist umgekippt, der Krankenwagen kommt schon, vielleicht kommen sie jetzt auch. Und dann sind wir auf dem Weg zur Schule gewesen. Ich hatte irgendwie früher frei an dem Tag und dann hatte mein Bruder einfach einen Herzstillstand, also kein Herzinfarkt, wo das Herz was anderes macht, es war ein Stillstand, also das Herz ist immer stehen geblieben. Und eine Stunde lang hat der Schulsanitätsdienst ihn wiederbelebt. Sie mussten die ganze Zeit ihn wiederbeleben, weil er halt immer wieder weg war. Ja, und der Krankenwagen kam halt auch sau spät. Eine Stunde lang hat der Schulsanitätsdienst nicht gemacht. Das würde ja, das heißt ja, dass der Krankenwagen dann so spät gekommen wäre. Also auf jeden Fall haben sie aber ganz lange und dann so
ich glaube noch 30 Minuten oder 20 Minuten oder so, kam dann der Krankenwagen und die haben halt auch noch weiter wiederbelebt. Weil die müssen ihn erstmal stabil kriegen, damit sie dann ins Krankenhaus kommen. So, ja, da lag er und konnte dann irgendwann ins Krankenhaus gebracht werden, aber schon an dem Abend war es nicht gut. Also an dem Abend hieß es schon, dass das nicht, also dass die keine Hoffnung haben. Dann hat es geklappt, sag ich mal so. Er wurde verlegt in ein anderes Krankenhaus, dann auf eine Intensivstation, dann wurde er ins Koma versetzt, dann haben sie uns gesagt, der wird bald aufwachen, dann bringen Sie mal schon mal Sachen vorbei, dann haben wir Sachen vorbeigebracht, dann haben die aber an dem Tag gesagt, nee, sie können sich jetzt verabschieden. Dann haben wir uns von meinem Bruder verabschiedet, dann hat er die Nacht doch überlebt, weil mein Bruder einfach ein fucking Kämpfer ist. Und ja, so ging das eine ganze Zeit lang hin. Also er war auch schon so 3 Monate im Koma und die Ärzte haben die ganze Zeit versucht, meine Eltern davon zu überzeugen, die Geräte abzustellen, weil die die ganze Zeit gesagt haben, der wird halt Gemüse im Kopf sein so, und das wird halt, also so, da ist halt nicht viel mehr zu machen und ob meine Eltern nicht die Organe spenden wollen. Und mein Vater war schon langsam so auf diesem Weg, vielleicht, aber meine Mutter, der kannst du nichts einreden. Also wenn die glaubt, dass mein Bruder es noch schafft, dann, nee. Ja, und tatsächlich ist mein Bruder dann irgendwann aufgewacht, als er dann in ein anderes, als er in so eine Reha versetzt wurde und dann, ja, fing da halt alles von vorne an. Er hat wieder sprechen gelernt, wieder essen, trinken und heute ist es so, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, aber das ist schon 10, nee. Doch, dieses Jahr ist es 10 Jahre her, oh mein Gott. Auf jeden Fall, sitzt er heute im Rollstuhl und macht Therapie ganz viel. Er ist irgendwie blind, irgendwie auch nicht. Er sieht halt wirklich nicht. Manchmal hat man aber das Gefühl, dass er dann doch was gesehen hat. Die Bilder werden aber falsch im Gehirn verarbeitet. Das heißt, er kann das nicht so ganz sagen. Der kann nicht sagen, oh doch, eben gerade habe ich was gesehen. Weil die Bilder, es ist wie bei Blinden, die nie gesehen haben. Da kannst du denen ja auch nicht erklären, wie es gerade ist, das zu sehen. So, wenn du den Sinn nicht hast, dann ist es so. Und das ist so ein bisschen bei ihm, wenn du ihm jetzt erklärst, ja, hast du denn jetzt was gesehen, dann weiß er nicht genau, was überhaupt dieses Sehen ist. Ist das seine Bilder im Kopf oder hat er jetzt gerade wirklich was? Also ist es so ein bisschen tricky. Sein Humor, sein Charakter ist komplett da. Natürlich hat sich so, ja, er war halt ein Teenager, als das passiert ist. Jetzt ist er schon 26, das ist jetzt auch ein bisschen anders. Aber der ist halt komplett er. Und wenn ich mir vorstelle, dass die damals echt die Geräte abgestellt hätten, das ist so krass. Und gerade ist er auch in, genau, das wollte ich halt auch noch in dem Bezug sagen, weil ich habe jetzt auch ein paar Mal die Nachricht bekommen, so, ja, Vanessa, du machst ja gerade viel Werbung und so. Ja, mein Bruder ist gerade in Polen, in so einer Reha, wo er ganz viel machen kann. Und die Krankenkasse wollte das dieses Mal nicht bezahlen. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir das Geld dafür rankriegen. Dann habe ich überlegt, einen Spendenaufruf zu machen, also euch um das Geld zu fragen. Vielleicht wird es auch noch irgendwann mal kommen, wenn wieder irgendwas anfällt. Aber ich war mir nicht so sicher, ob ich es in dem Bezug euch erzählen möchte. Also euch dann zu sagen, hey, mein Bruder sitzt im Rollstuhl und braucht mich mal Hilfe. Und hier ist bitte das Spendenkonto, sondern ich wollte euch das jetzt so einfach von mir aus selbst erzählen. Und ja, und wir brauchten halt viel Geld und ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich das übernehme. Für mich mit dem Wissen, dass ich jetzt halt ein paar, also dass ich ein bisschen mehr Werbung mache für eine Zeit. Aber ich weiß halt warum. Und ich weiß auch, dass die Leute, die das schreiben, dass ich viel Werbung mache, und Werbungwanne bin und so, die meinen das nicht böse. Ich weiß, dass keiner mich so wirklich persönlich angreifen will. Aber manchmal muss man auch verstehen, dass das Leben nicht nur daraus besteht, Geld zu verdienen und sich davon Gucci-Taschen zu kaufen, sondern auch das Geld in andere Sachen zu investieren.
und euch nicht nach Geld zu fragen, sondern es auch mal einfach selber machen und dafür halt eine Werbung mehr machen. Ich finde es absolut in Ordnung. Mein Gewissen ist rein. Ich wollte es nur erzählen und besonders halt, weil das Thema Geschwister heute anliegt und ich einfach euch nicht davon erzählen kann. Also das ist so ein riesen Teil in meinem Leben. Mein Bruder ist mir so wichtig. Ich versuche so viel wie möglich Zeit mit ihm zu verbringen. Auf dem 187-Konzert waren wir jetzt erst letztens zusammen. Jetzt ist er in Polen. Der hat halt nicht viel. Also der hat uns, Freunde hat er noch. Aber es ist schon, also das ist ein Punkt, da muss ich sagen, es ist echt verdammt schwer, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es gerade tue. Ich habe es mir selber aufgebaut. Ich weiß, dass ich es verdient habe. Ich weiß, dass ich auch es gemacht habe. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du eigentlich täglich daran erinnert wirst, so nicht jeder hat so das Glück. Nicht jeder, ja, hat einfach dieses Glück, komplett gesund, fit zu sein, die Möglichkeit zu haben, seiner Kreativität, seinem Hobby irgendwie nachzugehen, seiner Passion. Und es ist schon, glaube ich, ein guter Reminder jeden Tag, dass ich weiß, dass das, was ich habe und wie ich mein Leben lebe und so, dass ich da schon ein Glückspilz bin. Besonders weil für meinen Bruder, der hat so ein paar Erinnerungen verloren. Oder nicht Erinnerungen verloren, aber für den ist halt so Berlin, weil er weiß, dass das die Hauptstadt ist, ist Berlin für ihn so hier, also in seiner Vorstellung gehe ich jeden Abend feiern, tanze jeden Tag auf der Straße und alle Leute singen Musicals. Das ist Berlin. Das waren auf jeden Fall zu viele Pancakes. Aber die waren mega lecker. Ohne Witz von wie schmeckt's. Ich werde langsam so gut im Kochen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so souverän in der Küche stehen kann, wie ich es jetzt tue. Ich gucke bei vielen Sachen überhaupt gar nicht mehr auf Rezepte, sondern mach einfach, weil ich weiß, wie es geht. So, weil man halt voll viel Übung hat. Ich habe ja mittlerweile auch 30 wie schmeckt's gedreht. Crazy. Und ich hatte gestern ein richtig gutes Meeting mit jemandem, der mit mir etwas machen will. Und ja, mal gucken, ne? Das wäre auch schon ganz cool, wenn das klappen würde. Ich bin jetzt so ein richtiger YouTuber geworden, der euch irgendwelche Sachen ankündigt, ohne ein Wort zu sagen. Bitteschön. Spart schon mal eure Moneten. Denn es gibt was bald, hoffentlich. Geschwister. So, und so, noch kurz. Mein großer Bruder, der wohnt in Polen, hat sich da ein schönes Leben aufgebaut. Er ist zurückgegangen, weil meine Eltern kommen ja aus Polen. Und er ist in den Ort zurückgezogen, aus dem meine Eltern kommen, weil da sind halt viele Verwandte, viele Freunde auch von der Familie. Und ja, da hat er sein Geschäft aufgebaut. Meine Schwester wohnt noch in Buxtehude. Die wohnt halt in Buxtehude. Wo sind meine Buxtehude, Leute? Ich wollte noch die Frage beantworten, wie das denn ist für die als YouTuber-Geschwisterkind. Also, mein Bruder hat das alles so ein bisschen belächelt, mein großer Bruder. Der hat das immer belächelt, bis ich dann irgendwann damit im Fernsehen war, also bei Fantastisch und so. Dann hat er gedacht, okay, klar, Vanessa hat es geschafft. Meine Schwester, die hat es genauso. Also die findet das immer so witzig, wenn ich von Leuten erzähle, die mit mir Fotos machen und so. Oder sie wird halt auch öfter mal angesprochen. Weil meine Nichte zum Beispiel das auch irgendwie erzählt, dass ich ihre Tante bin. Oder dann wird sie halt angesprochen und dann sagt sie so, ja, nee, das ist nicht Malwanne, das ist Vanessa, meine Schwester. So, weil für sie bin ich ja halt absolut die gleiche Person wie mit 11 oder 12. Und das ist, glaube ich, für sie schon ganz schön komisch, dass viele Menschen halt mich als so einen Superstar sehen. Oder nicht Superstar, das klingt übertrieben, aber so als, na, für sie ist es schon so Superstar. Sie ist dann immer ganz süß dabei. Und mein Bruder,
Also Kito, der macht sich eigentlich immer nur lustig darüber. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der macht sich immer nur lustig. Und besonders so beim Mukbang oder wenn ich irgendwas erzähle oder so, weil er kann ja noch super hören, dann zieht er mich immer damit auf. Ja, das hat er schon immer gemacht. Gut, Leute, ich bin satt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!